Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Projekt auf meinem YouTube-Channel GameAccounts. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen klassischen Let's Play-Projekt. Und nicht irgendein Let's Play-Projekt, sondern einem ganz, ganz besonderen. Denn alle Leute, die schon ein bisschen länger auf meinem Channel unterwegs sind und sich ein bisschen die Geschichte von GameAccounts so ein angeschaut haben oder Bescheid wissen, die wissen, dass es in der Vergangenheit, dass das Spiel da schon eine sehr große Rolle gespielt hat. Für alle, die es nicht wissen, hier eine kleine Erinnerung. Hallo und damit ein herzliches Willkommen zu meinem allerersten Let's Play für die Wii U Super Mario 3 D-World. So, wir fangen auch schon gleich an zu spielen. So, ich muss sagen, ich finde es also richtig, richtig gut. Bin sehr zufrieden mit dem. Ja, ihr habt es gerade schon gesehen, war tatsächlich mein allererstes Gameplay-Video, was ich damals am 3.2.2016 auf YouTube hochgeladen habe. Dementsprechend spielt Super Mario 3D World für mich eine große Rolle, ist auch eins meiner Lieblingsspielen und eines gerade lustig, das ging auch 5 Jahre fast später, als ich den Teil des Blade habe. Der Deluxe oder die Extended Version, whatever, vor die Switch rauskommt. Diese werden wir natürlich im klassischen Let's Play zocken und ich hoffe natürlich, es ist ein bisschen besser, wenn wir damals. Das ist eine Sache, die werden wir rausfinden. Super Mario 3D. Und mit dem Titelscreen, wie damals auch. Ein wunderherzliches Willkommen zu meinem allerersten Let's Play Super Mario 3D World. Nein, natürlich nicht. Ich werde nicht so ins Mikro, aber was habe ich gesagt? Herzlich willkommen zu meinem allerersten Let's Play. Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt nachmachen kann, wenn ich mein Mikro. Oh Gott, das will auch eigentlich nicht antun. Damals, andere Zeit, wilde Zeit. Was ist mit meinem Green Screen? Ich habe das Gefühl. Wie seht ihr es denn doch hier, ne? Ich hab keine Ahnung, was ihr jetzt bei Green Screen seht. Digga, die sieht man doch. Was ist denn hier los? Okay, keine Ahnung, was ihr das Green Screen heute wohl denkt. Nö, machen wir nicht mit. Ist einfach so. Umso mehr freue ich mich erst auf dieses Projekt, was ich phänomenalerweise auch mal wieder richtig schön schneiden werde, wie euch das vielleicht auch aufgefallen ist. Denn ja, ist wir wieder bei dem Projekt Back to the Roots, Back zu Anfang, zurück ins fucking Jahr 2016, wo alles angefangen hat. In dem Sinne, willkommen zu einem der wohl besten Spiele und zu einem Let's Play, wo nochmal richtig schön viel Herzblut drin steckt. Wir spielen mit dem Controller, spielen alleine zuerst. Vielleicht machen wir immer ein paar Together Parts, mal sehen mit der Zeit, als Mario. Nun erstmal viel Spaß beim Intro. Huh?
Um das jetzt auch mal gesagt zu haben zu können, da hat Mario wohl eine gute Aussicht. Und da sind wir drinne, mitten im ersten. Ach man, bis triggert es das der. Was ist das für eine Scheiße heute mit dem Greenscreen? Was hat denn jetzt auf einmal? Ja, Leute, das triggert mich. Das muss ich mal gesehen fixen. Ja, also ist es nicht wirklich besser. Ist, wie gesagt, ich habe erst keine Ahnung. Es hat mir auf einmal so viel Zeck gemacht. Ich muss mir erst ein 20 Kilo holen. Weil sonst ist den Schatten und da entsteht sowas schon. Das ist. Weil das ist gleich. So wild heftig ist, hätte ich jetzt nicht gedacht und es kann da leider erst beschissenerweise auch leider nichts dagegen tun. Das sieht doch scheiße aus. Ja. Kann das mir da auch nicht irgendwie, was ist das hier? Ja. Nee. Ja, da sind wir jetzt wohl leider der Laterne gebunden. I'm sorry. Ich hau, dass das irgendwie bis nächstes Mal fixe. So, nachdem wir jetzt genug gesagt mit Greenscreen. Es wird doch immer schlimmer hier. Mit Greenscreen irgendwie probieren, einigermaßen hinzuziehen. Fair. Goldet haben. Ich fahr einfach nicht an die Stelle hin. Das ist auch meine Taktik. Könnt ihr das so gar nicht mal sehen, dass es da blöd aussieht? Egal! Wir fahren es nochmal Zeit damit, verlieren wir in die Knöllchen rumzuplanen und das Höhne des Black kaputt machen, würde ich vorschlagen. Fangen wir stattdessen lieber Gleis anzuspielen mit der ersten Welt. Welt 1-1. Let's go! Alter. Wir beachten den flackernden Knöllchen einfach nicht und schauen uns da mal das verdammt tolle Spiel an. Ich meine, das Spiel ist halt erst göttlich. Vor allem, wenn man es im Multiplayer spielt, macht es erst einfach einen Wahnsinn Spaß. Und das ist einfach Fakt. Und das ist nicht gerade passiert, ne? Ich habe viel zu lange, glaube ich, keine Space mehr gespielt. So ein Scheiß. Das ist gerade nicht passiert. Ich glaube, ich sollte die Aufnahme neu starten. Level ist gar nicht mal so dumm. Ich glaube, heute verfolgt mich das Pest. Zuerst gibt meine Capture-Karte nämlich nicht. Und das heißt, die Gegend ist. Dann tut jetzt der Greenscreen zu rummotzen und ich tue gleich direkt schon im ersten Video, direkt am Anfang, quasi instant komplett verkacken. Das ist halt auch eher, ja, so allgemein Cringe beiträgt. So. Tatsächlich habe ich das schon länger nicht mehr gespielt. Und ich weiß dementsprechend auch gar nicht mal auswendig, wo denn die ganzen Sterne waren. Ich weiß, dass hier einer war. Offensichtlich. Ich glaube, es war das Schwein. Nee, war sogar der erste. Sieht man mal. Aber hier gab es noch mehr. Hier war nämlich hier oben war irgendwo was. Da war irgendwo ein Hase. Ja, wo war denn der? Nee, der war unten. Unten war der Hase. Der ist nicht mehr unten. So, die können wir eigentlich alles mal alle mal am Zuckerle lecken. Ich hoffe, dass wirklich die anderen beiden Sterne unten waren. Aber ich glaube, die waren anderen beiden waren beide was unten. Wenn ich mir zumindest Rest im Sinne wahrnehme. Richtig, einer war nämlich hier. So, jetzt ist die Katze baden gegangen. Sehr schön. Ja, mal generell gibt es halt erst viele Secrets aufs Bewahren. Okay, hier sieht man dann die anderen Items, die man hat. Nein, ich wollte die nicht aus einsetzen. Jetzt hieß es. So, ich glaube, hier drinnen war auch nochmal irgendwas. Also im Spiel gab es halt relativ viel Secrets. Da gab es doch damals auch diese lustigen, hier, Stempel zusammen, damit konnte man damals noch in Miiverse, Nachrichten schreiben. Er war damals so eine wilde Zeit, wo es das Miiverse noch gab. War doch immer irgendwo, war hier oben, war da noch ein großer Hase, oder? Da bin ich das komplett gelähmt. Das ist einfach nicht weiß. Schau, sein Nester komplett falsch liegt, aber ich glaube nicht, ne? So, gell? Was ist das doch? Der hat mir jetzt früher mal hart, übelst hart getriggert. Richtig. Der hat einen Riesenpilz gegeben, aber ich wollte zuerst die Zeit ansammeln.
So, wenn der Pilz irgendwie einfach wegkommt, dann rastet es aus. Nein, der ist noch da. Dann wurde es jetzt auf einmal aus dem Riesen-Mario hier. Könnte man natürlich so einen Kisten kaputt machen, wie es gehört. So, und in irgendeiner von Kisten war ein Stern. Nein, war es nicht, aber da war hier unten. Perfekt, genau, da war er. Habe ich ja noch sehr gut getimt, das ich gerade noch so zu bekommen. So. Ja, ist doch schön. So, jetzt verkacke ich es mal wieder an 1A-Sprung auf die, ja, Münzen verkacke ich es auch, aber vor allem verkacke ich jetzt einen 1A-Sprung auf die Fahne oben drauf. Genau, sag ich es ja. Jetzt verkackt das, weil ich bin einfach es. Wisst ihr, ist oder? Ja. Jetzt besser ein bisschen vielleicht, ne? Nee, macht es überhaupt nicht besser. Ich weiß gerade erst nicht, woran das liegt. Okay, ich hau das bis zum nächsten Mal fix. Mit dem schönen Szenen nervt es das selbst. Der Seite hier. Wir müssen noch ein bisschen straffer wieder machen. Mich nervt es selbst total. So, und hier haben wir noch einen Eisliner eingesammelt. Das ist doch sehr schön. Und das Schöne ist halt, ein Spiel, vor allem im Multiplayer, ist es halt erst wahnsinnig toll, dieses Spiel. Und das hat halt irgendwo auch Kindheitserinnerungen. Weil es einfach damals voll oft gesorgt hat. Und einfach das erste Game war, was ich damals auf meinem YouTube-Channel gebracht habe. Dementsprechend sind ein bisschen besonders. Wisst ihr was, obwohl ich nicht mal irgendwelche, was ist denn hier los? Nicht mal irgendwelche Skills habe in Sample Runs. Also, ihr werdet es im Laufe des Projekts merken, ich bin wirklich das gefühlte unbegabteste Sample Runner, den es eigentlich nur gibt. Das war damals halt noch viel schlimmer, aber jetzt ist es halt nicht viel besser geworden. Was traurig ist. So, war noch früher als schieße es. Euer Sissa! Das war jetzt mal ein bisschen Betrug. Ein wichtiges Wort zu sagen. Lol. Ja, ihr werdet es noch merken. In diesem Projekt werde ich noch Rätsel in anders krasser Form. Einfach, weil ich hart angepisst bin von Level. Aber es nehme ich vor, es will nie. Sissa! Verpiss dich, du. Ich will nie die Kinderversion von diesem Spiel spielen. Das kann ich euch mal versichern. Weil da gibt es manchmal ja so Baby-Level, wenn man die so nennen mag. Ich fühle es aber halt einfach gar nicht. Und ich habe die damals bei meinem ersten Anfängerprojekt durchaus einfach mal verwendet. Gebe ich ja offen zu. Nein. Aber das war halt. Sind erst kritisch. Diese Kindergarten. Ja, ist halt wirklich wie Kindergarten gefühlt. Das hat schon irgendwo gerettet. Das ist so, hier ging es glaube ich irgendwo rein, ne? Genau. Erste. Die müssen wir alle kaputt machen. Ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt noch genug Skills davor habe. Schisser. Ich hatte so ein Kritis, dass wir jetzt beinahe wieder dran komplett verreckt wäre. Das ist ein echt Kritis. Oh fuck, da waren. Was doch, dass da so hart getriggert wird. No. Hier ist der viel zu viel Kompass, die mir auf den Sack gehen wollen. Was ich echt hart uncool finde. Vergisst es, ihr könnt mir nicht auf den Sack gehen. Ha, hab's geschafft, da reinzulenken. Aber ich war auch leider nicht. Ich glaube, ich habe es nicht beim ersten Versuch geschafft, tragerweise. Ich weiß nicht mal, ob es war so. War doch safe irgendwas. Wow. Dann ging es ja noch nach oben. Also vor allem, wenn man es bei Maumaker kennt, dann weiß man, solche Stellen riechen ganz schön sass. Vor allem seit Maumaker kennt man das. Weil es ist. Meinst du. Ja, sicher! Oh no. Fuck, die hat man jetzt ja nochmal bekommen. Ich glaube, perfektes. Einfach eigentlich auf den Gruppe drauf springen und dann schön nach unten. Gut, wir halten mal nicht fest, wie schlecht ich gerade in-game bin. Mach mal lieber nicht. Sissa. Oh fuck, ich hab den Stern, das bin ich Idiot. Süpfe ich auch nochmal freiwillig rein. Das war hart dumm von mir. Aber das ist ja wirklich dumm. Das ist ja wirklich einfach nur hart dumm.
alles so sass. Ist denn überspringen wir gleich mal. Master Ben ist ein bisschen lost in Videospielen, ihr merkt schon. Ah, und sowas, that's Nintendo Let's Player. Ja! Was jetzt in der Tat Nintendo Let's Player. Aber es ist ja auch das Schöne, es ist ja irgendwo auch dieser Cringe. Der Mist vielleicht von anderen Let's Player entscheidet, das ist untersided. Es ist eben vielleicht ein bisschen lost, but so. So. Hat aber durchaus auch was Lustiges. Verfickt nochmal, du. So. Und hier weiß ich wieder, wie das ging. Ich weiß nicht, ich mach einfach den hier. Ich wage es jetzt einfach mal. Was hieß es? Ich weiß, das war jetzt sehr gewagt, aber ich habe ihn bekommen, das ist die Hauptsache. Und hui, von einfach, ich wollte mal schauen, wie weit ich von unten losbringen kann. Gut, hoch war es nicht, okay, halt mal fest. Aber ich habe jetzt was dran gesammelt, das ist wichtig. Mein Ziel ist es ja irgendwie nicht überleben, sondern möglichst Sterne sammeln, weil die Sterne werden irgendwas bitte mal wichtig. Weil umso weniger Sterne man hat, umso mehr am Arsch sein wird man einfach später. Das ist, ja, wird dann noch wichtig in Game werden. So Leute, da haben wir nochmal die ersten zwei Levels zum erfolgreich beendet. Dies ist doch sehr schön und da erscheint gleich ein Toadhaus und ein Footballspieler. Ich finde die Musik auch so geil. So, wollen wir nochmal schauen, was wir hier noch haben. Ins Toadhaus gehen wir noch, let's go. Und dann beenden wir auch einen Part, weil ich muss diesen Part hier, will ich auch noch heute zu Release bringen. Der muss noch ein bisschen sputen, dass die überhaupt noch hinbekommen. Es ist einfach 10 Uhr oder so. So, wir nehmen das kleine Paket. Weil erfahrungsgemäß ist hier im Kleinen immer am meisten drin, weil großes Paket würde das symbolisieren, man wäre gierig. So, wenn man hier nach oben drückt. Ah, kann man es ein bisschen in Items switchen. Ich finde es ein bisschen schade, dass man nicht wie beim alten View-Teil irgendwie in der Liste sieht, was man für Items hat. Das verwundert mich ein bisschen, aber okay, ist halt so. So, und wie es hier weitergeht, liebe Damen und Herren, das werden wir im nächsten Part von Super Mario 3D World sehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Gehabt das gut. Macht's gut. Und ciao.